Herzlich willkommen in der nächsten Folge Ni no Kuni. Wir befinden uns im Nest des Wyrm. Es sieht ja gefährlich aus hier. Okay, es gibt neue Einträge und Kommentare. Will ich die lesen? Begib dich tief ins Innere des Nestes. Okay, machen wir. Heute bitte ich, morgen schick dich, morgen bring mir diesen, du weißt schon, es weiß und hat einen hohen Fettgehalt. Einen hohen Fettgehalt. Dann würde ich sagen, Sahne. Du opferst den Obelisken eine Portion Sahne. Genau, dankend erraten. Da ist er ja. Sein kleiner Knuffi erschienen. Saurum, der Bändiger, hat deinen Knuffis angeschlossen. Okay, der ist jetzt auch noch mit am Start. Jetzt weiß ich gar nicht. Vier Stück können, glaube ich, mitmachen, oder? Glaube ich zumindest. Mal schnell speichern. Okay, kurz gespeichert. Einfacher Knochen und wahrscheinlich ein Bossgegner. Oh nein, du neuer Kniffi. Du kannst mir zeigen, was du kannst? Evan! Evan, da oben? Kingo-Würm! And what brings you here? Wir sind hier, um Shanti zurückzuholen. Tochter von Pirat, ihr wollen. Nicht wie Pirat aussehen. Fremde nicht einmischen von Windschlangenklippen. Excuse me. Ohne Shanti gehen wir nirgendwo hin. Meine Worte. Außerdem ist das hier auch unsere Angelegenheit. Jawohl, komm, wir machen dich platt. Solange du nicht Stufe 20 bist oder so. Ach, du bist. Na, 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 na. So, was können denn meine neuen Würmchen? Hallo? Oh, schau mal, die leuchten schon. I need your help. Was können die denn? Wow, Plasmaball. Oh, da ist er ja. Ui, sehr gut. Oh, das war schlecht. Ah, das habe ich verkackt. Wow, das zieht ja gleich 400 ab. Und Kanone machen wir auch noch. Das ist ja echt easy game hier. Die zerstören jetzt auch mal noch die Echsen. La 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 la. Dann machen wir mal auf den da. Hallo, Kanone, brauch mal. Was hat denn der hier für einen geilen Strahl?
Oh, Level aufgestiegen. Habt ihr diesen geilen Move gesehen? Im Sprung getötet. Aha. Das Kleinvieh scheint sich aus dem Staub gemacht zu haben. Jetzt müssen wir nur noch Shanti befreien. Hoffen wir, dass es ihr gut geht. Oh, eine rote Truhe. Rot haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Doch, wir hatten schon rot, die komischen Sandalen. Eine sakrale Tunika. Was ist denn jetzt besser? Blau oder rot? Resistenz gegen Fluch, Geld plus. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, okay. Dann machst du das hier. So machen wir's. Nur so machen wir's. So, jetzt haben wir hier alles eingesammelt, ihr kleinen Würmchen. Und dann gehen wir hier weiter. Tor geöffnet. Befreie Shanti. Pusti, du bist dran, zerschneide das Seil. Careful. Be careful. Roland. Evan and Roland, eh? Well, I didn't have either of you down as the reckless type, but... Speaking of which, why didn't that grizzled old coward Batu come and get me himself? We made an agreement. In return? Really? He said... I knew he'd take a shine to you. You've got that same twinkle in your eye. I most certainly do not. You most certainly do. It's like you can both... Something no one else. Hey everyone, I'm home. Tani, back. She's back. Your Tani's back. Back, you say? So she is. Back safe and sound, boss. Oi. Shanti hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Also gut, Shanti, dann komm mit zur Stätte der Sonne. Sattel dich auf hier. Gucken wir mal gleich rein. Shanti, Stufe 8. Ah, die müssen wir jetzt ein bisschen nachziehen, wieder. Oh, Holzlanze. Was für ein geiles Teil. Die Holzlanze hat mehr Angriff als die Eisenlanze. Okay, alles klar. Achso, Eisenlanze ist die zweite. Mehr kann die nicht tragen. Und Holzbogen, ganz toll. Lederrüstung. Oh, Lederrüstung ist echt stark. Fellschuhe. Machen wir die porösen Slipper.
Lanze, dann bringt der Magie der Ferne, bringt der ja auch nichts. Feuer bringt der dann auch nichts. Dann nimmt ihr auch nochmal den. Da haben wir noch nichts für die. Meisterdiebin. Leert die Taschen deines Gegners. Höhere Erfolgschance bei längerer Vorbereitung. Erzeugt eine Nadel, die getroffenen Feinden einen Elektroschock versetzen. Mhm. Ich möchte mal wissen, was die zwei Sachen hier noch sind. Wissen des Verborgenen. Okay, jetzt schauen wir mal nochmal ganz kurz. Ach, übrigens, habe ich ja gar nicht gesagt. In der einen Folge konnte ich dann speichern, indem ich einfach hier im Menü auf Speichern gedrückt habe. Achso, nee. Nein, I don't want to be stay here. Ich wollte jetzt mal in dem Laden noch gucken, aber eigentlich ist das ja Schwachsinn, ne? Eigentlich ist das ja Schwachsinn. Was will ich denn hier? Ach, ich krieg so ein Schwalben-Dingsbums. Da muss ich hin! Und los geht's. Ein Schwalbatros. Die Stätte der Sonne ist dort oben. Wir hätten sie es wohl nicht erbauen können. Durchhalten, wir sind fast da. Okay, schauen wir mal hier bei neue Anträge. Was kann man da jetzt gucken? Schnappschuss. Interessiert uns das? Paint for Life. Was der babbelt? Ist ja auch jemanden, der uns eigentlich so interessiert? Meine Großmutter hat immer gesagt, dass es Glück bringt. Die hatte ich doch schon, oder? Naja, lassen wir mal so stehen. Also, dann begeben wir uns mal auf den Weg zur Sonne. Betritt die Stätte der Sonne. Betreten wir jetzt. Was sind wir denn überhaupt auf der Karte? Blub. Ah, wir sind da oben, wo der Stern ist, denke ich mal. Okay. Nur mal zur kurzen Orientierung. Oh, da hinten kann man entlang. Ich dachte, vielleicht gibt es hier eine Truhe oder so. Eine kleine Truhe mit einem großen Gegenstand. Die Stätte der Sonne. Schade, dass ich nicht in die Decke schauen kann. Ja, toll. Hätte vielleicht auch mal speichern können, oder?
ich würde sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt, die Prüfungen stehen bevor. Bis dann.